Die Rolle Frau zu Gast bei Chris Moser. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Herr Moser, vor wenigen Tagen einer der wenigen schönen Momente, die es gegeben hat. Da im Prozess gegen 13 Tierschützer erfolgte ein Freispruch. Am nächsten Tag schon der Einspruch der Staatsanwaltschaft. Wie ist im Moment die Gefühlslage? Die Gefühlslage ist natürlich schwer zu beschreiben, prinzipiell schwer zu beschreiben. Dieser Freispruch war natürlich in erster Linie natürlich ein extrem positives Gefühl. Obwohl wir natürlich geahnt haben, dass es möglicherweise zu einem Einspruch kommt. Der Staatsanwalt hat diesen Einspruch bereits angekündigt bzw. angedroht am Tag, als ich mein Schlussplädoyer verlesen habe. Und insofern ist das, dass der Staatsanwalt jetzt Einspruch erhoben hat, nicht wirklich überraschend. Aber natürlich trübt diesen Freispruch gewaltig. Im Mittelpunkt der Anklage steht dieser umstrittene Antiterrorparagraf 278a. Sie selber haben 8 Anklagepunkte zu verantworten. Um was geht es da genau? Das sind alles Begründungen zu diesem Paragraf 278a. Das ist einerseits, dass sie eben die Kleiderbauerkampagne in Tirol koordiniert und geplant haben. Bei der Kleiderbauerkampagne handelt es sich um eine legale Kampagne. Es geht darum, wir haben in Tirol wie auch in anderen Bundesländern Österreichs Demos organisiert, Demos abgehalten vor den Konzernniederlassungen, einfach um zu informieren gegen dieses in unseren Augen Tierqualprodukt Echtpelz. Diese Kleiderbauerkampagne war ein ganz zentraler Punkt meiner Anklage. Sie ist eben erstens angeklagt bzw. angeführt worden, dass ich sie koordiniert und geplant habe, dass ich darüber referiert habe. Damit haben wir schon 2 Punkte. Der dritte Punkt war, dass sie eine Buchvorstellung organisiert haben von einem Buch, das die englische Tierrechtsbewegung skizziert. In der Tierrechtsbewegung gibt es selbstverständlich, wie auch in anderen politischen Bewegungen, im peripheren Bereich sehr wohl auch Straftaten. Das gibt es bei der Frauenbewegung, das gibt es in der Antiglobalisierungsbewegung. Ich denke, es gibt keine politische Bewegung, wo im Randbereich keine Straftaten passieren. Und so auch in England. Das heißt also, dieses Buch hat zumindest einen geringen Prozentsatz auch die Aufarbeitung von Straftaten beinhaltet. Das war ein weiterer Punkt meiner Anklage. Interessant natürlich, dieses Buch kann man auf Amazon bestellen. Meine Mutter als Bibliothekarin macht wöchentlich Buchvorstellungen. Mir fällt das jetzt auf den Kopf. Ne? Dann war es, bei mir sind Flugblätter gefunden worden. Ich glaube, wir sind jetzt schon beim 4. Punkt. Flugblätter gefunden worden, die ich anlässlich der Tiroler Jagdtage entworfen und verteilt habe. Darauf befindet sich ein Jäger im Comic-Stil gezeichnet. Der ist im Fadenkreuz. Meine Verantwortung vor Gericht und meine logische ich gehe nicht davon aus, dass das jeder checkt. Es gibt ja verschiedene Darstellungen im Fadenkreuz. Das heißt ja nicht annähernd, dass man jemanden erschießen will, sondern für uns hat es einfach symbolisiert, dass wir die Jagd versuchen, in den Brennpunkt des öffentlichen Interesses zu setzen, dass wir jetzt die Jagd ins Visier nehmen. Und auf der Rückseite dieses Flugblattes ist eben gestanden, Jäger töten, Jäger treiben Tiere in artuntypische Verhaltensweisen, mehr oder weniger im Stil von einem Gedicht. Und genau diese Überschrift Jäger töten hat sich der Staatsanwaltschaft rausgenommen, der Staatsanwalt rausgenommen. Und in Kombination mit diesem Fadenkreuzdarstellung hat er eine Drohung vermutet, wo die Richterin bereits im Prozess schon gesagt hat, sie geht davon aus, dass es keine Drohung ist. Das waren 4 Punkte. Dann hat es nachweislich bei mir, wie gesagt öfters, das haben meine Nachbarn gesehen, und einmal eben haben bei mir Aktivisten übernachtet. Die sind dann in der Nacht weitergefahren nach Wien. Und in dieser Nacht hat es anscheinend Sachbeschädigungen gegeben bei Mitarbeitern von Sandow. Und obwohl man diese Leute, die bei mir geschlafen haben, gar nicht kennt, geht die Staatsanwaltschaft davon aus, das waren bestimmt die. Dass ich da dabei war, behaupten sie gar nicht. Sondern sie sagen nur, ich habe eine Unterkunft gegeben für militante Aktivistinnen. Das ist, glaube ich, der 6. Punkt. Aber das Interessante ist ja, es gibt 8 Anklagepunkte und im Laufe dieses Prozesses hat man ja gemerkt, die Staatsanwaltschaft beruft sich ja auf diese Ermittlungen der sogenannten Soko-Bekleidung. Genau. Ich glaube, vorher war ja die Staatspolizei selber beim Observieren und dann ab 2007 diese Soko-Bekleidung. Und wenn man da so einen Blick in den einen oder anderen Protokoll einwirft, gibt es schon sehr kuriose und sehr eigenartige Formulierungen dieser Soko. Es ist überhaupt nicht auszuhalten, diese Formulierungen der Soko. Beispielsweise diese Sonderkommission hat ja auch meinen Bericht verfasst, der anlässlich der Hausdurchsuchung entstanden ist.
Und da steht dann wirklich wörtlich drinnen, bei Chris Moser wurden Sägen gefunden, Klammer, zum Umsägen von Hochsitzen. Das schreiben die in einen Bericht ein, der ja eigentlich, wie soll ich sagen, als naiver Mensch geht man davon aus, die sind objektiv. Und als ich nachher diesem Urichter versucht habe zu erklären, ich wohne in einer ländlichen Gegend, ich habe einen Hühnerstall, ich habe einen Hasenstall, ich baue meine Kinder Baumhäuser und andere Häuseln, wie man da sieht, Sägen sind vollkommen normal. Und ich gehe davon aus, er kann bei jedem Nachbarn in die Garage gehen und jeder wird Sägen haben. Und dann ist mir bewusst worden, während ich ihm das versucht habe zu erklären, diesem Richter, dass wahrscheinlich der, wenn der in irgendeiner größeren Stadt wohnt, wahrscheinlich keinen Garten hat, von einem Wald ganz zu schweigen, keine Ahnung, ob er Kinder hat oder nicht, es gibt Leute, die haben keine Säge und der hat wahrscheinlich da dazugehört. Und ich habe das erklärt und während ich es erklärt habe, habe ich gemerkt, dass der Richter sich denkt, naja, Schutzbehauptung. Und so war der ganze Prozess und so war auch dieses ganze Vorverfahren aufgebaut. Einfach so grobe Missverständnisse. Also Missverständnisse würde ich jetzt sagen, wenn ich naiv wäre. Mittlerweile sage ich, dass die Sonderkommission bestimmt teilweise bewusst Sachen völlig falsch interpretiert hat. Beispielsweise sind bei meiner Hausdurchsuchung auch, wir haben drei Kinder, wie es in jedem Haushalt der Fall ist, werden die Kinder, wenn sie von der Schule kommen, ihre Rucksäcke irgendwo hinschmeißen. Und die findet man halt dann spätestens bei einer Hausdurchsuchung. In unserem Fall war es so, dass also wir ernähren uns vegan und unsere Kinder haben statt der klassischen Schulmilch eben eine Sojamilch mit und die füllen wir in so Halbliterflaschen ein. Dann findet die Polizei diesen Rucksack, eindeutig den Rucksack von meinem Sohn, es waren glaube ich Magic-Karten oder sonst irgendwas drinnen, also eindeutig Kinderrucksack mit dieser Flasche. Im Akt steht dann, bei Chris Moser wurde eine weißliche Flüssigkeit festgestellt. Das ist so weit gegangen, dass die Chemikerin im Prozess das wirklich getestet hat und dass die Chemikerin natürlich in der Hauptverhandlung mir dann bestätigt hat, diese weißliche Substanz könnte Sojamilch gewesen sein. Heißt also, Sachen, die man von vornherein hätte können mit einem Gespräch oder mit einer zumindest einem Quäntchen Objektivität dieser ermittelnden Beamten aus dem Weg räumen, seien absichtlich weitgetragen worden. Diese ganzen Sachen haben mich im Endeffekt ja in U-Haft gebracht. Und wenn ich da erklären hätte können, beziehungsweise wenn man mir geglaubt hätte, jeder in meiner Umgebung, jeder in unserer Siedlung hat Sägen zu Hause oder bitte riecht's da, Polizisten, es ist Sojamilch, stinkt bestimmt, weil sie vergoren ist, aber es ist einfach kein chemischer Kampfstoff. Und das waren einfach, also derer Beispiele gibt es massiv viele und es ist alles entkräftet worden. Meiner Ansicht nach ist bereits alles entkräftet worden während meiner U-Haft. Beispielsweise sind bei uns auch Spritzen festgestellt worden. Wir haben damals Hühner gehabt, 7 Hühner gehabt und Kaninchen gehabt. Wenn die auf engerem Raum zusammenleben, beziehungsweise diese Hühner sind auch aus einer Massentierhaltungsanlage gekommen zu uns, waren natürlich krank. Meine Frau hat es auf sich genommen, diese Hühner und auch die Kaninchen homöopathisch zu behandeln. Natürlich träufelt man den Tieren mit einer Spritze das Zeug in den Mund ein. Das kann dir jeder sagen, der Haustiere hat. Aber bei der Sonderkommission schaut es natürlich so aus, dass Spritzen prinzipiell verdächtig sind, weil mit Spritzen wird Buttersäure eingebracht. Und da war denen ermittelnden Beamten nachher total egal, dass es in Tirol gar keinen Buttersäureanschlag gegeben hat. Und es gibt, also diese Beispiele füllen meinen Akt. Wie war denn die Situation der U-Haft für Ihre Frau, für Ihre Kinder? Wie ist die Familie damit umgegangen? Ja, wir versuchen natürlich, wie alle Themen im Leben, das sehr ehrlich und offen anzusprechen. Aber natürlich, wie geht es Kindern dabei? Wie ist es meiner Tochter gegangen? Die hat ihren zweiten Geburtstag feiern müssen, während die im Gefängnis war. Wie geht es Kindern, die sehen drinnen in der Stube, bin ich 5,5 Stunden während der Hausdurchsuchung mit Handschellen am Tisch fixiert gewesen. Und zwar, das Zitat ist jenes aus meinem Haftbefehl. Christian Moser wurden als gelinderes Mittel zur Verhinderung eines Waffengebrauchs Handschellen angelegt. Das ist, allein dieser Terminus, wenn ich es jetzt noch sage, ziehe ich jetzt mal die Gänsehaut auf. Und es ist von Anfang bis hinten einfach das Gefühl, als wären wir im vollkommen falschen Film. Meine Frau und meine Kinder haben mich lediglich können alle 2 Wochen besuchen, aufgrund der Distanz. Die haben müssen am Tag vorher bereits anreisen und das für eine halbe Stunde Besuch. Für eine halbe Stunde Besuch, wo man nur durch ein Telefon verbunden ist. Lustigerweise haben mich meistens meine Mutter, meine Frau und unsere 3 Kinder besucht. Dann haben wir ein Telefon zur Verfügung. Jeder Durchschnittsknacki hat Tischbesuch, das heißt, man sitzt Auge in Auge gegenüber.
In meinem Fall als Schwerverbrecher war das so, mir zwischen einer Panzerglas-Trennscheibe, das klingt jetzt vielleicht, wie soll ich sagen, übertrieben oder wie sagt man, pathetisch, aber wenn man sich, wenn das Letzte ist, was man den Frauen und den Kindern geben kann, einen Abschiedskuss vor 8 bewaffneten Beamten und wissend, man kommt jetzt ins Gefängnis und wissend, man hat nichts gemacht. Und nach 3 Monate lang, aber unbegrenzt, wenn ich gewusst hätte, dass das 3 Monate sind, wäre möglicherweise vieles einfacher gewesen. Anfangs wäre natürlich vieles schwerer gewesen, wenn ich gewusst hätte, das ist so lang. Aber jeder Knacki, den ich kennengelernt habe, im Endeffekt hat eine Strichelliste und kann Tage abhaken. Bei uns haben wir nur gewusst, wir sitzen da herinnen, haben nicht wirklich gewusst, warum. Ne? Diese Teile des Akts, die ich gekannt habe, wir haben sehr wenig Teile des Akts nur gekannt, wir haben nach wie vor keine vollkommene Akteneinsicht, haben mir eigentlich gesagt, hallo, es ist ja eh alles logisch, wieso schicken die mich nicht heim? Und dann war eben, erst nach Wochen, glaube ich, also erinnerlich nach Wochen, ist dann für mich klar geworden, es geht um diesen Mafia- bzw. Terrorparagrafen, der bis zu 5 Jahre Gefangenschaft bedeutet. Dann habe ich also gewusst, okay, es kann schlimmstenfalls 5 Jahre dauern, ist natürlich kein Trost. Und dann habe ich gefragt, dass gegen mich auch wegen Brandstiftung ermittelt wird. Und wie ich jetzt erklärt bekommen habe, ich bin ja kein Rechtsprofi, noch immer nicht, wie ich dann erklärt bekommen habe, ist eine Brandstiftung im Zuge dieses Mafia- oder Terrorparagrafens kann bis zu 10 Jahre sein. Dann hockst du da und denkst, okay, vor 2,5 Monaten habe ich mich von meiner weinenden Frau und meinen weinenden Kindern verabschiedet. Worst case, ich sitze 10 Jahre da herinnen für eine Brandstiftung, die sich wie mittlerweile im Gericht, im Verfahren sich ergeben hat. Es ist da meine Jagdhütte gegangen. Das war eine Ofenüberhitzung, das hat die Versicherung bestätigt. Wegen solcher Labalien, sage ich jetzt, also dass man einfach ohne das vorher zu testen, ohne da irgendwie das zu reflektieren, hergeht und sagt, naja gut, da hat eine Hütte gebrannt, das war bestimmt auch noch die. Und in meinem Fall ist es eben so, das habe nicht nur ich ausgebadet, sondern massivst meine Frau und meine 3 Kinder. Es ist nicht so lange her, wo unser mittlerer Sohn in der Nacht nur aufgewacht ist und aufgeschrien hat, weil er eben von dieser Verhaftung geträumt hat. Das wird nie mehr aus unseren Köpfen rausgehen.